devo mettere poi di tasca io. Hello to all our dear friends, so Newton and Erdi and me, Blissy, we are in Cologne. Enjoy the show! Wir sind hier auf den Kölner Genusstagen und wir haben Schüler der Privatschule Dani zu Gast, die ein 8-Gänge-Menü kochen. Und wir haben einen ganz lieben Gast, der gerade Spargel schneidet, das ist Katja Burkhardt von RTL. Das Ganze dient der Unterstützung der Stiftung Kinderherz. Und jetzt habe ich gegenüber von mir den Hans Kupki, der hier alles ganz toll organisiert hat. Ich darf stolz sein, dass wir heute auf den ersten Genusstagen in Köln sein dürfen. Wir machen heute ein 8-Gänge-Menü, alles mit Schokolade gekocht. Hallo! I'm early for work, you know. Oh, yeah, I know. I'm an alpha. Yes, you have crazy ears. Yeah, and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah. I'm so cool, you know. Yeah. Oh, it's flirting already. My new boyfriend. This is a cooking hat. Could you help me, please? The button? Can you show the button? Okay. Finish. Hello. Shall we start to cook? Eddie, where are you? I am in Cologne. Oh, what are you doing in Cologne? I try to cook. You try to cook? Yeah. Oh, do you cook alone? No. Who's cooking with you? Children. Oh, children. Many, many children. Look around here. Okay, okay. And a very famous cook. Ah, oh, yeah, lots of children. And yes, a cook. What kind of job? To work in a kitchen. It's a hard job, isn't it? A hard job, a dirty job. Yeah, right. Salmonella. Die haben mehrere Namen. Die Juni, Kaffee de Bagdad. Der macht ganz viel Durchfall. Die brauchen wir aber alle, die können wir gar nicht sehen. Nur wer hier so probihaft kocht, den Namen kocht nicht in Kirche, ihr Wer möchte die Schweinegrippe? Bitte. Protozoon, das ist ein Einzeller, das ist ein Parasit. Parasit? Aber süß, ne? Das ist, sehr, sehr, sehr. Das ist eine T4-Frage, den haben wir im Körper, das ist unsere Abwehr, das ist unsere Polizei. Oh. Policeman. Policeman, das ist immer. Cereus, auch ein ganz gefährlicher Keim. 20 Minuten wird aus einem, zwei, aus zwei, vier, aus vier, acht und so weiter. Ne? Hello. Hello. You're a good cook. Yes. Yeah, the ghost of Sir Isaac Newton. Entenbrust mit Espuma, das zeigen wir euch. Das sind nur geschäumt. Wir machen Schokoladennudeln. Can you tell us what this it is? This is a gamba, a seawater gamba. Yeah? Seawater gamba, yeah. Okay. Looking good. You, yeah. You take the head on it. Feel it like a banana. You okay. What's that? That looks like... Ooh, what kind of animal is a glove. Do you want to eat it? Do you like yeah. to eat it? Oh, no! It's smelly. It's a kind of octopus. Strawberries. Can you see the strawberry? I do love strawberries. Very, very good. Strawberries, and then he's tasting. Tell me. What are you doing? Cutting the strawberries? Show me the knife, please. Show me the knife. Ah, yes, thank you. Oh, well, it's a big knife, I'm afraid. I think this is cooking from the heart, you know. Yes. So very cool. And why are you cutting the strawberries? What for? It's not good for the stomach. You're making a soup? Cold strawberry soup. Ah, that sounds good. Kommt alle ganz da ran. It's bloody good. It's hot. It's very good here. What are you doing? Noodles. Look at heart. Cook at work. It's a bloody job, man. These are bowls here. Right, Newton? Yeah, bowls. Can you show it to the camera? Salmon is my favorite fish. Oh, I love it. Mm.
Shaking Cocktails. Sollen wir jetzt machen? Kommt hier rein. Wirklich den ersten? Cooles Projekt. Unterstützt es bitte. Die kleinen Herzen. Blissy und Lingofit unterstützen. Die Stiftung Kinderherz. Und ja, auch hier. Ja, genau, richtig. Mach das auch. Danke. Ja, immer gerne. Ihr seid mit dem Herzen dabei, Mann.